Operator, Medevac 7046 ist airborne in Fuhlsbüttel inbound Wandsbek. Roger, Medevac 7046, that's copied. Was guckst du denn die ganze Zeit in die Karte? Okay, ich bin eine Möwe, aber den Rückweg vom Tanken finde ich gerade noch alleine. Nee, ich überlege nur, was Richie und ich morgen unternehmen. Sommerbad, Ostdorfer Born, wie klingt denn das? Warum gehst du nicht einfach mit ihm auf den Spielplatz? Weil Richie und ich immer etwas Besonderes unternehmen. Zirkus, Kindertheater, Und was sagt Iris dazu? Ich meine, dass sie mit Richie das Alltagsprogramm fahren muss, während ihr Ex das Spaßprogramm fährt. Ist nicht ganz fair, oder? Wie war's denn gestern Abend mit Johnny? Wie immer. Johnny hat eine Lady abgezogen und du bist allein nach Haus? Lass uns wenigstens noch einen Kaffee trinken. Er muss in die Arbeit. Tschüss. Wir haben noch nicht mal Telefonnummern ausgetauscht. Es tut mir leid. Ich hätte nicht mitkommen sollen. Das war ein Fehler. Manche Fehler macht man gern, was? Vielleicht werde ich ja klüger draus. Du bist doch gar nicht der Typ für One-Night-Stands. Siehst du das daran, wie ich in den Bus steige? Nö, an deinem Blick vor ihm. Ich musste auch erst mal lernen, dass ich für ein Typ bin. Ein Gesprächiger. Ja, auch. Da kommt unsere Anneliese gerade vom Auftanken zurück. Ich schlage vor, wir schauen uns erst mal den Hubschrauber an, dann zeige ich Ihnen alles Weitere. Macht ja richtig Krach. Sie haben die Bälle noch gar nicht geflogen? Nein, als wir vor zwei Jahren auf die EC-135 umgestellt haben, war ich noch gar nicht dabei. Ich schätze, das sind die Koblenzer. So früh? Die können es wohl nicht abwarten, uns zu sehen. Schon gut, meine Herren. Darf ich Sie mit unserem Besuch aus Koblenz bekannt machen? Hauptmann Blank, Hauptfeldwebel Wolke, Oberfeldarzt Metz. Moin. Hallo. Moin. Hallo. Oberfeldarzt Kort. Moin. Ich freue mich sehr. Tja. Hauptfeldwebel Schillings. Hallo. Moin. Moin. Und Oberfeldwebel Gülden. Angenehm. Moin. Ja, schauen Sie gerne rein. Gerne. Hier ist ja jede Menge Platz. Ja, so lässt sich besser am Patienten arbeiten. Und außerdem können wir winschen. Und im Notfall sogar mehrere Personen transportieren. Optimal. Ja, das ist ein bisschen was anderes als dieser Multifunktions-Display-Schnickschnack, was? Im Vergleich dazu ist ein menschlicher Körper richtig übersichtlich. Schauen Sie mal, Herr Oberfeld. Das ist der Grund, warum sie so laut ist. Genau. Die Bell hat nur die beiden Hauptrotorblätter. Deshalb muss das zurücklaufende Blatt eine Schlagbewegung ausführen, um den verlorenen Auftrieb durch die geringe Anströmung auszugleichen. Wahnsinn. Und deswegen das Klopfgeräusch? Genau. Ja, meine Herren, dann zeige ich Ihnen mal unser Rettungszentrum. Ja, gerne. Früher wollte ich auch nie eine feste Beziehung. Zu viel Verantwortung. Aber seit ich meinen Freund kenne, weiß ich, dass es schön sein kann, für jemanden da zu sein. Ich kenne das. Ich hatte vor ein paar Wochen eine kurze Beziehung. Ich habe sie sehr geliebt. Hat leider nicht geklappt. Ja, und jetzt hau ich wieder ab, bevor es ernst wird. Wer sagt denn, dass eine Beziehung ernst werden muss? Meine Frau und ich sind seit 40 Jahren zusammen. Es ist nie ernst geworden. Janine, so einfach geht das nicht. Ja, aber das ist doch kein Grund, jetzt einfach Schluss zu machen. Janine. Janine? Oh Mann, was soll denn das jetzt? Mann, jetzt geht das schon wieder los.
schon ran, Janine. Ich weiß, dass du da bist. Janine! Wo bleibt eigentlich Oberfeld von Storkum? Soweit ich weiß, hat er jedenfalls nicht im Rettungszentrum geschlafen. Ach. Müsste schon längst da sein. Johnny war noch nie zu spät. Ich rufe ihn gleich mal an. Meine Herren, wir sehen uns jetzt den Einsatzraum an. Schon gut, Roman. Ich bin hier am Hafen beim alten Elbtunnel und hier ist ein Unfall, so ein Busunfall und Sie müssen ganz schnell kommen, ja? Hier. Rettungsdienst Hamburg. Storkow von SA 71. Nicht im Einsatz. Ich muss einen schweren Verkehrsunfall melden. Mit einem Linienbus. In Steinwerder. Höhe alter Elbtunnel. Ja, das wurde uns gerade gemeldet. Können Sie uns Näheres über die Anzahl der Verletzten sagen? Hallo, hört mich jemand? Ich rede gerade mit der Rettung. Ich habe Bescheid gesagt. Rettungswagen sind unterwegs. Circa 10 Verletzte. Zum Teil schwer. Ich schaue sie mir an und gebe Rückmeldung. Hier befindet sich sozusagen das Herzstück unseres Rettungszentrums. Wir sind hier in das Alarmierungs... Ich komme gleich zu dir. Hallo? Können Sie mich verstehen? Unsere Einsatzzentrale kann per GPS... Johnny, wo bist du? Mein Bus ist verunglückt. Hier müsste Ersatz finden. Ich habe die Feuerwehr verständigt. Was ist mit dir? Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Holke, ich muss mich um die Leute kümmern. Er ist verstanden. Was ist mit ihm? Er hatte einen Unfall. Bundeswehrrettungszentrum, Obergefreiter Hohmann. Busunglück im Hafen. Ob wir schon einsatzbereit sind, obwohl wir noch nicht eingemeldet sind. Wir haben keinen Rettungsassistenten. Der sitzt im Bus. Was? Johnny sitzt im verunglückten Bus. Ich könnte für ihn einspringen. Rechtfertigender Notstand. Okay, wir sind fertig. Ihr könnt den Einsatz rüberschreiben. Und mal besorgen Sie von Storkos Jacke und passende Stiefel. Jawohl. Hamburg Radar, Medevac 7046 is airborne at Landsberg in Bornstein-Werder. Roger, Medevac 7046, you are cleared to proceed as requested. Ganz schön dicken Kopf, der Kollege. Das war ja Rekordzeit. Wo haben Sie denn so schnell ein passendes Paar Stiefel herbekommen? Gutes Augenmaß. Oh nein. Frau Descartes. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich muss mit Wolke sprechen. Was ist denn los? Wo fliegen Sie hin? Lass das, die Scherben! Wir kommen rein! Nicht bewegen, es kommt gleich Hilfe. Danke. Mami. Können Sie mich hören? Kopfschmerzen. Können Sie Ihre Füße und Finger bewegen? Ja. Gut.
Bleiben Sie ganz ruhig liegen, es kommt gleich Hilfe. Bekommen Sie gut Luft? Junger Mann, haben Sie keine Angst vor der Liebe. Meine Frau Maria ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ganz ruhig. Was tust du? Keine Angst, ich habe das gelernt. Tut das weh? Ja. So schlimm? Du schaffst das schon. Ich hol Hilfe. Das ist deine Armung. Ich muss hier raus. Bleib bei mir. Ich will raus hier. Wieder. Raus! Lass den Quatsch. Die Feuerwehr kommt gleich. Ah! Auf 200 Grad. Meinst du, dass du klarkommst? Denke schon. Im Großen und Ganzen ist ja alles wie bei uns. Du machst dir Sorgen um euren Johnny, stimmt's? Fahrzeugführer, zu mir! Scheibe. Bereitstellung des S-Rohrs. Aufbau der verletzten Sammelstelle. Die RTW-Besatzung zur verletzten Sichtung in den Bus. Bleib mal ganz ruhig. Damit decke ich deine Mama jetzt zu. Dann passiert dir nichts, okay? Okay? Hilfe! Hilfe! Ruhig bleiben. Hilfe! Komm mal her. Tut das weh? Komm mal her. Alles klar, okay? Ist die Mama noch mit drin? Ja, die holen wir auch noch raus. Hallo? Storko, Rettungsassistent vom SA 71. Wir haben mindestens zwei schwer Verletzte. Da drüben die junge Frau mit stumpfem Bauchtrauma. Davor der ältere Herr mit Schädel und Trauma. Hier, die Dame ist eingeklemmt. Ein Exitus. Ihre Tochter scheint unverletzt. Der Mann in Blau hat eine Commotio. Da drüben einer mit einer Unterarmfraktur. Und die Dame da drüben scheint nur ein paar Schürfungen zu haben. Ich gebe gleich Rückmeldung an die Einsatzzentrale. Und wie geht's Ihnen? Gut, ich muss mich um den Busfahrer kümmern. Wir brauchen Schere, Spreizer. Angriffsgrupp, Schere, Spreizer. Da vorne muss es sein. EV-Landing-Check ist komplett. Einsatzleitung. Petersen. Die Leichtverletzten werden dort drüben versorgt. Die Schwerverletzten sind noch im Bus. Okay. Ganz ruhig liegen bleiben. Können Sie sich bewegen? Alles wird gut. Wir holen Sie jetzt raus. Moin. Hallo. Die Frau ist eingeklemmt. Moment. Können Sie mich verstehen? Haben Sie Schmerzen? Nein. Nicht besonders. Bewegen Sie mal bitte Ihre Hände. Sehr gut. Und jetzt die Füße. Lisa! Es ist Ihre Tochter. Ich schau sie mir an. Der Kollege bleibt bei Ihnen. Holt sie raus. Die Feuerwehrmänner, die holen deine Mama jetzt da raus.
Was machen Sie damit? Holen Sie raus und deiner Mama geht's auch gut. Wolke! Na du? Brauchst keine Angst. Wo ist denn unser Kollege? Im Bus! Johnny! Wie geht's dir? Gut. Lass ihn mal gleich noch durchchecken. Morgen, Jungs. Er hat wahrscheinlich einen Wirbelsäulentrauma. Meine Beine fühlen sich an wie Watte. Bewegen Sie mal bitte Ihre Finger. Ich bin Johnny. Hi, Heiko. Und jetzt Ihre Füße? In Ordnung. Zugang Ringer Fantastifnik. Wir müssen ihn so schnell wie möglich hier rausholen. Holt ihr bitte unsere Schaufeltrage? Geht klar. Ja. Der Herr hier hat wahrscheinlich ein Schädelhirntrauma. Das Mädchen da drüben stumpfes Bauchtrauma und bei der Dame war nichts mehr zu machen. Du kommst klar? Klar. Jungs? Mein Name ist Peters, ich bin Notärztin. Bewegen Sie mal bitte Ihre Füße. Gut. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Stiffneck, bitte. Ja. Hallo. Ich hab so eine Angst. Brauchst du nicht. Sabine ist eine klasse Ärztin. Hallo. Ich hab solche Bauchschmerzen. Lass mal sehen. Ja, stumpfes Bauchtrauma. Das müssen wir beobachten. Nochmal Blutdruck messen. Mhm. Halt! Ich drücke mich durch. Nein, ich darf sie. Was macht Madeleine denn hier? Nein, das geht nicht. Da muss was passiert sein. Ja, komm, geh hin. Nein, das geht nicht. Ich hab eine Nachricht, das ist wichtig. Oh, Jan. Wir haben hier einen Großeinsatz. Wir... Ich hab eine wichtige Nachricht. Iris. Ja, was ist mit Iris? Sie hatte einen Autounfall. Was? Sie ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum gerast. Der andere Fahrer ist abgehauen. Und was ist mit Iris? Sie ist tot. Aber Richie ist nichts passiert. Schmerzen lassen gleich nach. Bleib bei ihr. Mach ich. Dietrichsen, Notarzt. Wo ist denn der leitende Notarzt? Hier vorne. Petersen, gut, dass Sie da sind. Wir müssen den Busfahrer aus dem Eingangsbereich rauskriegen, damit wir mit den anderen Patienten rauskommen. Geht klar. Dankeschön. Wie sieht's hier aus? Er ist kreislaufstabil. Die Sättigung ist bei 98%. Gut, wenn wir ihn draußen haben, intubieren wir trotzdem. Ich will kein Risiko eingehen. Narkose mit Fentanyl und Nor. Du musst sofort zu ihm. Sofort! Aber ich brauche deine Unterschrift, damit ich ihn abholen darf. Ja. Es ist jetzt wichtig, dass jemand bei ihm ist. Noch hier nicht weg. Mahlzeit. Hallo. Herr Stani. Wusstest du gar nicht, dass du heute fährst? Ja, der andere Fahrer kann nicht. Der hat ein Familienfest. Da musst du ran, ja? Ja. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, was soll's? Ich fahr ja gern. Das sind meine Kumpels. Du musst nicht weinen. Mal her, ich hab was für dich. Vielleicht tröstet der dich ein bisschen. Ja.
habe sie immer geliebt. Intubieren. Ja. Wie sieht's aus? Der Zustand verschlechtert sich. Noch einer, Herr Hess, bitte. Auch wird härter. In dem Zustand können wir sie nicht transportieren. Nochmal Fanta und Diazepam. Hallo, Schuch vom NDF 22. Um wen sollen wir uns kümmern? Um den Herrn. Schädel-Hirntrauma, intubiert und beatmet. Er hat Fanta, Hypno und Nord bekommen. Bitte begleitet ihn ins Krankenhaus. Geht klar. Okay. Psst. Muss ich sterben? Du darfst dich nicht aufgeben. Marke, was ist denn los? Nichts. Alles okay. Sie redet immer noch nicht. Tschüss. So ein Krokodil kriegen nur tapfere Mädchen, ne? Hat er schon einen Namen? Du musst dir keine Sorgen machen. Das geht nur so langsam, weil sie deine Mama ganz vorsichtig da rausholen müssen. Sekunde, wir heben noch den Sitz raus, dann haben wir mehr Platz. Das Handy in meiner Tasche. Sammy. Dein Name ist eingespeichert. Ich muss mich doch verabschieden. Gib mal. Funkloch. Johnny versucht's gleich nochmal. Ihr Freund kommt dann sicher ins Krankenhaus. Einverstanden? Der Bauch wird fester, schnell. Ich komm gleich nach. Ich hab einen Sohn, der heißt Richie. Dem ist heute auch was ganz Schlimmes passiert. Wieso bist du denn nicht bei Richie? Weil ich hier retten muss. Mein Papa arbeitet auch immer. Ja? Wo arbeitet denn dein Papa? Da drüben. Hast du die Telefonnummer? Wie ist denn Ihr Name? Paul. Frau Paul, hallo. Wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Ich werde Sie jetzt ein bisschen abtasten, um zu gucken, ob noch alles dran ist. Das ist okay. Haben Sie hier Schmerzen? Geht das? Ja. 5, 9, 6, 6, 3. Hier vorne. Alles okay, ich scheine nur Prellungen zu sein. Großartig. Da haben Sie ja wirklich Glück gehabt. Nein, das war ein Wunder. Der Kollege bringt Sie danach zur Sicherheit ins Krankenhaus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Tschüss. Ich muss los. Alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen. Bringen Sie den Kollegen bitte ins BWK. Aber... Kein Aber, das ist eine dienstliche... Anordnung. Mein Vater ist in einer Minute hier. Alles gut. Danke. Warte! Hier auf Joritschi. Vielen Dank. Du schaffst es. Mal, was ist denn los? Warum war Madeleine denn da? Madeleine war da. Wann denn? Lass mich doch mal in Ruhe.
Wir haben etwas anderes zu tun. Wir haben eine Patientin da hinten. Weibliche Patientin mit Verdacht auf Leberruptur, nicht intubiert, nicht beatmet. Das ist verstanden, SR71. Ich melde Sie im BWK an. Und? Der Bauch wird härter, die Häsen strahlen. Admiral Brader, Medivac 7046 is on short final for Wandsbek. Busunglück im Hafen? Ja. Stumpfes Bauchtrauma, wahrscheinlich Leberruptur. Sie hat nur 3 Fenta und 10 Diazepam bekommen. Sehr gut. 1, 2, 3. Ich mache ein Sono. Wir nehmen Notfalllabor ab und lassen 10 Blutkonserven kreuzen. Wir brauchen Arterie und ZVK. Ist der OP bereit? Ja. Du machst das sehr gut. Du machst das wirklich sehr gut. Freie Flüssigkeit. Leberruptur. Abfahren. Und auf! So ein Mist. Warum geht sie denn nicht ran? Hat Madeleine mit dir Schluss gemacht, oder was? Ach, du immer mit deinem Beziehungskack! Hör mal zu, Wolke, ja? So lass ich nicht mit mir reden. Iris ist tot. Was? Es war ein Unfall. Richie war auch dabei. Was ist mit ihm? Er ist im Krankenhaus. Und ich kann nicht bei ihm sein. Ist er okay? Körperlich ja. Aber psychisch. Stell dir das mal vor. Ein 5-Jähriger sitzt nach einem Unfall allein neben seiner sterbenden Mutter. Lass uns rübersetzen. Ein schweres Busunglück im Hamburger Hafen hat heute mindestens ein Todesopfer gefordert. Der Linienbus war in eine Baustelle gerast und gekippt, nachdem ihm ein Kleinlaster die Vorfahrt genommen hatte. Der vermutliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Ich hab Mist gebaut. Was für eine Überraschung. Bitte, ich muss mit jemandem drüber reden. So? Dann geh doch zu der Kleinen von Blumenblöbaum. Ich hab doch gesagt, da war nichts. Jetzt glaub mir doch endlich. Komm, lass mich rein, bitte. Tut mir leid. Es ist vorbei. Danke für deinen Einsatz. Bitte, gerne. So bin ich mal auf der Bay geflogen. Und mit dir? Mit mir? Ja, so viele Ärztinnen auf einem SAR gibt's ja nur wirklich nicht. Aber du bist mindestens genauso gut wie unser Arzt. Also, nicht, dass ich was anderes erwartet hätte. Jetzt reden Sie sich mal nicht um Kopf und Kragen, Oberfeldwebel-Gülden. Ja. Ich schau mal, wo Johnny bleibt. Wir sehen uns im Rettungszentrum. Ja. Ich weiß noch, wie ich Sie kennengelernt habe. Wir waren mit ein paar Freunden am Elbstrand.
Ich habe ihr die ganze Zeit erzählt, wie gern ich doch in Hamburg mit dem SAR fliegen würde. Sie hat mich die ganze Zeit nur verständnisvoll angelächelt. Sie war eine tolle Frau. Tut mir echt leid. Ich versuche mal Madeleine zu erreichen. Ich muss wissen, was mit Richie ist. Johnny von Storkow. Er ist unter den Unfallopfern vom Busunglück. Ihr Mann. Auf der Fahrt bekam eine massive Pupillendifferenz. Wohl eine interzerebrale Blutung. Er ist tot. Danke. Ich kümmere mich um Sie. Gut. Es tut mir sehr leid. Sind Sie Maria? Ja. Maria Weber. Dr. Petersen. Ich habe Ihren Mann am Unfallort behandelt. Seine letzten Worte galten Ihnen. Er hat gesagt, dass er Sie sehr liebt. Hat er das? Er war ein guter Mann. Für ihn ist es vielleicht besser so. Besser. Er hatte Krebs. Im fortgeschrittenen Stadium. Ich wünschte nur, er hätte noch ein paar Tage gewartet, bis er geht. Nur noch ein paar Tage. Entgegen anderslautenden Meldungen sind beim heutigen Busunglück im Hamburger Hafen zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine 38-jährige Hausfrau und einen 72-jährigen Rentner. Weitere Insassen des Busses schweben noch in Lebensgefahr. Schuld an dem Unglück trägt nach Polizeiangaben... Der schwere Busunfall im Hamburger Hafen hat mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Nach dem flüchtigen Fahrer des grünen Kleinlasters, der am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein soll, wird nach wie vor gefahndet. Hinweise nimmt jede Polizei diese Stelle entgegen. Iris wollte Richie zum Kindergarten bringen. Ein Wagen ist ihr auf der falschen Spur entgegengekommen. Sie wollte ausweichen. Und ist von der Straße abgekommen. Sie war wohl sofort tot. Mensch, wie muss einer drauf sein, einen kleinen Jungen neben seiner toten Mutter sitzen zu lassen, bis Hilfe kommt? Tut mir so leid, Volker. Ich will jetzt bei meinem Sohn sein. Hab dann noch dein Telefon. Dein Freund kommt gleich vorbei. Alles Gute. Hey! Zutritt für Unbefugte verboten. Meine Freundin liegt da drin. Aber deswegen dürfen Sie nicht einfach so da rein. Wie geht's ihr denn? Sie hat das Schlimmste überstanden. Bist du Sammy? Hast du mich angerufen? Ja. Ich habe deine Freundin im Bus kennengelernt. Sie hat mich ruckzuck durchanalysiert. Ja, das macht sie gern. Ich bin wahnsinnig gerührt. Aber würdet ihr jetzt bitte gehen? Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Das Mädchen hat überlebt, weil sie ihren Freund wiedersehen wollte. Nur in Grün. Ich wollte, der Bus,
Der Unfall am Hafen. Heute, das... Das war ich. Ich habe den Kommodore auf seinem Handy erreicht. Er versucht noch heute einen Ersatz für dich zu bekommen. Ab morgen kannst du die auf jeden Fall freinehmen. Du hast die Handynummer vom Kommodore? Hm. Hoffentlich fällt Johnny nicht auch noch aus. Johnny fällt nicht aus. Johnny! Mann hat's mir erzählt. Du den Schmolke. Ein Scheißtag. Bist du in Ordnung? Ja, wenn du noch nicht ganz so fest zudrückst. Ich habe eine leichte Rippenprellung und ein paar Beulen. Aber der Arzt sagt, ich bin voll einsatzfähig. Aha, naja. Was sagt denn deine vorgesetzte Ärztin dazu? Na, okay. Es tut mir leid. Schon okay. Danke fürs Einspringen. Deine Jacke. Was haben wir? Altonaer Tabletten-Mtox. Medivac 7 046 is airborne advance peak inbound Altona. Radar contact, clear to proceed to Altona. Der SR-71, gibt es schon nähere Angaben zu dem Tabletten-Intox in Altona? Hier gibt es SR-71. Der Patient wurde von der Polizei aufgefunden. Es handelt sich vermutlich um den flüchtigen Fahrer des Busunglücks von heute Morgen. Wieder so ein verantwortungsloser Mistkerl. Vermutlich heißt es. Es war nicht nur seine Schuld. Der Busfahrer hat ausgesagt, dass er vor dem Unfall von der runterfallenden Gläsern abgelenkt wurde. Geschluckt. Weiß nicht, was da vorher gefehlt hat, aber jetzt sind alle 20 Dormicum weg und nochmal 10 von den Transidium und dann noch 6 Diazepam. Annexate, Magensonde und Absaugen. Hm? Holt ihr unsere Trage bitte? Ja. Helfen Sie mir? Vom Transilium und Diazepam. Nach Annexate ist er wieder aufgewacht. Zugleich. Dann ist er ja außer Gefahr. Warum macht er sowas? Einfach abhauen, ohne zu helfen. Feigheit, Hilflosigkeit, Schock.
Willst du ihn auch noch in Schutz nehmen? Nein. Aber ich habe seinen Abschiedsbrief gelesen. Der Junge weiß überhaupt nicht, wie er das alles jemals wieder gut machen soll. Er hat geschrieben, wie leid es ihm tut und dass sein Kopf wie weggeschaltet war. Ach komm, das ist doch keine Entschuldigung, einfach abzuhauen. Nein, natürlich entschuldigt ihn das nicht. Aber immerhin hat er uns gerufen. Schau, Richie, da kommt Anneliese zurück. Ich bin immer für dich da.